Ob freiwillige Feuerwehr, der Sportverein oder das Singen im Chor. Das alles macht nicht nur viel Spaß, sondern wird vor allem ehrenamtlich betrieben. Um solche Vereine und Organisationen zu unterstützen, findet derzeit die Ehrenamtstour 2023 der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern und der Ehrenamtsstiftung statt. Beim ersten Termin in Starkow am 11. Juli konnten sich Interessierte beraten lassen und mehr über die Fördermöglichkeiten für ihr Ehrenamt erfahren. Ehrenamtliche Arbeit hat ja zwei Komponenten. Einmal das Engagement der Menschen. Das können wir natürlich nicht produzieren, das muss da sein. Und das Zweite ist, dass das Engagement ja aber auch manchmal eine finanzielle Unterstützung braucht, manchmal Rat braucht. Und das sind die Dinge, die man eben vielleicht dazugeben kann. Und wozu dann eben die Ehrenamtsstiftung da ist und wozu wir da sind mit unserem Fonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg. Dass das Ehrenamt auf verschiedenen Wegen gefördert wird, ist wichtig, denn ohne freiwillige Helfer, Trainer und Co. würde der Gesellschaft wohl eine ganze Menge fehlen. Mein Chef würde wahrscheinlich sagen, das ist das Kit der Gesellschaft oder der Kit der Gesellschaft. Also das ist das, was uns zusammenhält. Ja, wenn jeder nur das machen würde, wofür er bezahlt wird, dann glaube ich, wäre unsere Gesellschaft relativ schnell an ihren Grenzen und sehr schnell ziemlich armselig, weil dann ganz vieles nicht stattfinden würde. Auch Thomas Lenz ist ehrenamtlich tätig. Im Kirchengemeindenrat engagiert er sich und hilft, wo er kann. Wer Interesse an einem Ehrenamt hat oder sich einfach nur zu Unterstützungsmöglichkeiten für den eigenen Verein beraten lassen will, ist bei der Ehrenamtstour an der richtigen Adresse. Es ist dieses Jahr so, dass die Tour auf ganz Mecklenburg-Vorpommern ausgeweitet ist. Und deshalb wird es auch Veranstaltungen in den anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern geben. Also das Ziel ist, in diesem Jahr pro Landkreis eine Veranstaltung. Ich würde gerne sagen, dass ich alle einlade, unsere Möglichkeiten zu nutzen. Also zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Und wer nicht kommen kann, kann sich informieren über unser Angebot auf vorpommern-fonds.de oder auch auf der Seite der Ehrenamtsstiftung, findet man ja mit Google alles ziemlich schnell. Bis Oktober bereisen die Ehrenamtstour und der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, Heiko Miras, noch die Gemeinden unseres Bundeslandes. Schauen Sie doch gerne mal vorbei, #GutesTun in MV.